Die letzte Folge war zum Kotzen. Warum? Weiß ich nicht, fragt das Jojo. Hat sie denn überhaupt hier gekotzt? Ach stimmt, die hat ja gekotzt. Boah. Na, zum Glück ist das schon eine Woche her, da kann ich total rechtfertigen, dass ich nichts mehr weiß. Perfekt. Bist Jojo hat gekotzt, was ist nochmal passiert? Das muss irgendwas extrem Böses gewesen sein. Das Kind. Der kleine Straßenjunge. Ach ja. Der Straßenjunge? Ja, der kleine Straßenjunge mit dem Persona-Fix. Ach, das Ding. Okay. Aber sie hat nur gekotzt, weil ihr der Mief aus seinem Mund entgegenkam. Richtig. Stimmt. Grob zusammengefasst, es gab einen Anruf vom Kalifen bezüglich dieser merkwürdigen Drogensache, die da in dieser Obdachlosenspeisung ablief. Und irgendwie hieß es wohl, dass ein paar Kids, wir haben auch Bilder gekriegt, damit zu tun hatten. Wir haben eins davon haben wir nicht ausfindig machen können. Oder doch? Doch haben wir. Und Jojo war wieder dilettantisch und hat das Schloss nicht aufbrechen können. Karwan ist dann unten in den Keller rein, da hat ihn so ein kleines Kind angesprungen. Das wollte mich umbringen. Ja, mit einem Messer in der Hand, das ihn da tatsächlich killen wollte, was irgendwie schon merkwürdig ist. Und hat sich dann herausgestellt, dass dieses Kind wohl mehrere Implantate hatte, was schon irgendwie ungewöhnlich ist. Unter anderem eine Datenbuchse und ein Persona-Fix. Mit einem Persona-Fix irgendwie, was sich dann hinterher herausgestellt hat. Inklusive eines kleinen Zahnbehälters. Und dann, was da jetzt genau drin war in dem Zahnbehälter, konnten wir leider nicht mehr herausfinden. Wegen mangelnder Fähigkeiten und Ungeschicktheit. Wir gehen einfach davon aus, flüssiges Viagra, oder? Was? Flüssiges Viagra. Entweder das oder irgendwas Nanitendingsiges, dass man jemandem ins Gesicht spucken kann, oder irgendein Krankheitserreger, den man jemandem ins Gesicht spucken kann, oder ein Gift, was das Kind killt. Und Karwan war ja dann noch bei der Autowaschanlage. Genau, Karwan ist dann noch bei der Autowaschanlage gewesen, wo die Kids hin und wieder mal arbeiten. Hat dann einen netten Plausch mit dem doch recht widerwärtigen Besitzer dieser Autowaschanlage geführt und hat ihn davon überzeugt, dass er doch beim nächsten Mal bitte anrufen möge, wenn die Kids wieder da sind. Genau. Und ich glaube, da hatten wir auch Schluss gemacht. Alles, was ich noch weiß von letzter Folge, ist Dr. Baryshnikovs Fellatio-Zunge. Und heute ist Halloween. Wir machen also heute ein Halloween-Spezial. Yay. Und da sieht folgendermaßen aus. Das ist alles wie immer. Das muss ich jetzt wegen dir rausschneiden. Warte mal kurz. Jojo trägt keine Maske. Oha. Das sieht folgendermaßen aus. Magische Ausstellung. Du sollst die Fresse halten, ich brauch die Pause. Sieht folgendermaßen aus. Boo. Welcher Ranzschädel hat sich eigentlich überlegt, dass wir jeden Scheiß von den Amis übernehmen müssen? Welcher hirnverbrannte Volllappen? Dort drüben ist einfach wirklich fast alles Scheiße. Und niemand braucht Halloween. Kinder können gerne Fasching oder Karneval, wie man das nennt, kommen und Süßigkeiten verlangen. Vielleicht, wenn ich was da hätte, würde ich es ihnen auch geben. So. Nee. Ja doch, da wäre ich mal nicht so. Oder ein Bierchen, was halt gerade so geht. Schnaps, Ecstasy, irgendwas. Aber Halloween ist ja einfach Kondome. Der letzte Kack. Gerne auch Kondome, kann ich genug anfangen. Es gibt sogar Leute, die feiern ja hier jetzt Valentinstag, obwohl es ja schon genug Möglichkeiten gibt, für Weiber irgendwelche Kerle zu quälen. Namentlich Geburtstag, Treffen mit den, also seinen Schwiegereltern, Weihnachten und irgendwelche Jahrestage, gern auch Monats- oder Halbjahrestage. Bitte. Wenn du Kinder hast, die dürfen Halloween sich nicht verkleiden. Das ist wichtig.
dass wir diesen Scheiß nicht hierher holen. Es braucht keine Sau. So, viel Spaß beim Podcast. Du bist sehr rassistisch und ausländerfeindlich, ja? Ja, na klar bin ich das. Ich komme aus Sachsen. Wenn das eine muslimische Tradition wäre, würdest du das jetzt nicht sagen dürfen. Ja, ist es ja aber nicht. Ich glaube, das ist eine irische Tradition. Es wird noch schlimmer. Es ist aber etwas, was aus dem imperialistischen Ausland hierher gekommen ist. Vom faulen, absterbenden, parasitären Kapitalismus. Hast du heute deinen blauen Park, oder was? Naja, ich habe mein Halstuch rausgeholt und dachte mir, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Für die Arbeiterpartei. Wie? Vorwärts, Genossen, wir müssen zurück. Keine Ahnung, irgendwas. Kann man dich noch umfärben? Naja, das ist echt nicht so leicht. Muss ich Vorräte quitten? Wieso? Bis du dich wieder beruhigt hast? So ein bisschen SED-Propaganda hat noch Kim geschadet. Hm. Naja, bis auf den Leuten, die halt bei irgendwelchen Veranstaltungen dann von Panzern überrollt wurden oder so. Ja, jetzt war... Das waren auch russische Panzer. Ja und? Na, jetzt mal Vorsicht. Es waren aber SED-Truppen so an den Mauern, die ja überquert werden sollten. Ja gut. Es war halt kalter Krieg, keine Ahnung. Du kannst das jetzt nicht alles schönreden. Es war nicht alles schön, was glänzt. Das war auch nicht alles schön, aber wir hatten wenigstens kein Halloween. Es hat nicht mal geglänzt. Das stimmt schon. Aber dazu habe ich noch eine gute Anekdote, Daddy. Und zwar, mein Vater wurde irgendwann mal von jemandem gefragt, wie das so war, ob man nicht übelsten Schiss gehabt hat, wenn man irgendwie mal die Mauer, so, wenn man in Berlin mal war und dann die Mauer und so, dass man da nicht abgeknallt wird. Und da hat er als erstes richtigerweise gesagt, was hätte ich denn in Berlin gewollt? Das ist schon mal sehr wichtig. Und dann zweitens hat er erzählt, was ich richtig lustig fand, das wusste ich auch nicht. Ich meine, der wurde ja, ist ja klar, der musste ja zur Armee. Armee oder soziales Opfer. Und da war dann auch mal irgendwo in Thüringen an der Mauer stationiert. Und Silvester hatten da ein paar Leute aus dem Schützenverein aus Hessen. Nee, warte mal, was grenzt an Thüringen? Doch, Hessen passt, ne? Hatten da irgendwie richtig Bock und haben mal ein paar Schüsse über die Mauer gesetzt. Und ich will nicht sagen, die haben dann direkt irgendwie einen Kriegsausbruch riskiert. Aber ich finde das schon eine gute Geschichte so. So zwischendurch einfach mal über die Mauer schießen, gucken, ob der Osten reagiert. Das lebt schon. Ja, mein geliebter Feldwebel, Hauptfeldwebel seines Zeichens, als ich ihn kennenlernte, erzählte mir mal so von seiner kleinen Bootstour. Er war halt Funker auf dem Boot. Und er hat dann an dem Tender, wo er stationiert war, hat ein kleines Schnellboot angelandet quasi und die hatten halt Probleme mit der Funkanlage. Er also rüber, gechillter Typ, wie er ist, hat sich unten eingerichtet, ne, fummelt sich rum, fuchst sich da in dieses Problem rein. Er hört nur, dass das Maschinen starten. So, hä? Wieso starten die den Maschinen? Na egal, werden wohl einen Grund haben. Er ist manchmal nicht ganz so hell gewesen. Auf jeden Fall guckte er dann irgendwann wieder hoch. Ne? Guckte ans Deck, so nach einer Stunde, nachdem die Maschinen gestartet waren. Sah so am Horizont seine Flotte. Mit dem Tender, wo er drauf stationiert war. Und die Leute um ihn herum gucken ihn böse an. So, von wegen, was tun sie hier? Und irgendwie waren auf dem ganzen Schnellboot überall so komische Dinge an den Relingen. So Kameras und so. Und er guckte halt einmal so schräg in die Kettenskabine, wo das, da stand halt immer das Gerät, was geplottet hat, wo man lang fährt. Ne, diese Karten wurden dann halt immer ausgetauscht, damit man beweisen konnte, man war ja nicht so in der Nähe der feindlichen Flotten. Ja, das Ding war natürlich dann ausgeschaltet. Er guckte in die andere Richtung, wo, also während die anderen so alle rumgestikulierten und sich unterhielten, so von wegen, was machen wir jetzt mit dem? Und auf der anderen Seite des Horizonts war noch eine Flotte. Das war aber keine deutsche. Ja, er dann also wieder unter Deck und man hörte doch durchaus in der Nähe etliche Schiffe fahren, als man da durchgefahren ist. Unter Volllast. Sind einfach mal stumpf durch die komplette Flotte gefahren. Ich muss sagen, das gefällt mir ziemlich gut. Ja, das war so eine schöne Spionageaktion, die man hat ja eine 5-Meilen-Grenze, die man natürlich etwas liberaler ausgelegt hat. Ja, leider ist schon die Karten GPS war kaputt. Also,
als man die Karten dann dem Gegner, dem Russen übergeben hat, war da auch ein großer Bogen um diese Flotte gemacht. Auf dieser Karte. Die ja vorschussmäßig mitproduziert wurde. Coole Sache. Ja, das stimmt. So. Aber, wie jeder weiß, im Westen nichts Neues, hat ja zu keinem Krieg geführt. Und heute lieben wir den Russen. Das stimmt. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Genau. Ach nee, wolltet ihr irgendwas machen? Scheiße, ich hab echt alles vergessen. Warten, bis wir den Anruf kriegen. Sehr gut, ihr wolltet also nichts machen. Persöv? Ja. Wenige Tage später. Achso, ja. Daddy, der Typ. Jo. Na, und die sind jetzt da. Ah, wie praktisch. Dann würde ich mal sagen, bin ich auch gleich da. Kein Wort zu denen. Natürlich nicht. Bis gleich. Ist Jojo in der Nähe? Keine Ahnung, bestimmt. Irgendwo wird die sein. Ist im Bad. Klopf da mal an. Geht's dir heute wieder nicht so gut? Du hörst, wie die Dusche ausgemacht wird. Mhm. Ja, ich klopfe. So lange dauert das nicht. Irgendwann öffnet sich die Tür. Sie hat nasse Haare und ein Handtuch um den Körper geschlungen. Wir haben doch dafür keine Zeit. Die Kids sind bei der Waschanlage. Alles klar. Super. Müssen wir irgendwas Wichtiges mitnehmen? Du bist der Boss. Das was immer? Okay. Judy. Darf ich mir ein Motorrad mitnehmen? Nee, wir fahren da inkognito hin, damit die nicht sofort irgendwas checken. Okay, ich hol mein Auto. Gut. Ja, ich. Alter, gibt's irgendwas, irgendeine Maulsperre oder irgendwas anderes, was wir haben, dass die sich da ihre Zahnbehälterchen nicht zerbeißen können? Nee, könnt euch einfach eine Packung Mundschütze gekauft haben. Ja, weißt du, so ein sowas. Boxmundschutz dürfte eigentlich. Ah, warte mal. Zumindest kann man jetzt sowas wie Watterollen oder sowas kaufen und mitnehmen. Ja, aber so ein Boxmundschutz einer spezielleren Art geht immer. Okay. Dann läuft sie zur Tür, zur Zimmertür, öffnet die wieder und ruft den auch hinterher. Nimm die Munddinger mit. Liegen im Kofferraum, im Anschubfach. Juti. Sie zieht sich an. Das hoffe ich doch. Das will ja keiner sehen. Das stimmt. Und dann warte ich vor der Tür quasi mit laufendem Motor. Ich bin ein guter Prospekt. Jo, wenige Minuten später... Kommt erstmal Paulina raus. Okay, Paulina. Frischling. Ja? Wo willst du hin? Ich muss mit Jojo zu einem Auftrag. Okay, Warte, sie gibt dir einen Datenchip. Bring das mal noch alles mit. Okay. Also wenn das jetzt irgendwas ist, wo du dann nicht sofort kannst, dann bring das mal bis heute Abend noch irgendwann. Schaff das mal ran. Kriegen wir hin. Achso, und dann wollte Jojo sagen, also Flumi sagen, dass Jojo rauskommt. Die kommt dann auch raus, ja. Naja. Ja, Jojo kriegt als erstes einen Zettel von mir. Wo sie wirklich unterschreiben muss, dass sie mich gerade abgezogen hat. Von der wichtigsten aller wichtigsten Aufgaben... Spinnst du? Das Klo zu reinigen. Von meiner Strafarbeit. Spinnst du? Nein. Wieso spinne ich? Was fängst du jetzt mit solchen Scherzchen an hier?
Sie haben gesagt, du sollst es unterschreiben, wenn ich weggehen muss. Nein, sowas gibt's nicht, du Affe. Sowas gab's noch nie. Ach, dann haben die mich wieder verarscht. Ja, klar. Egal, krieg ich trotzdem eine Unterschrift? Nein. Oh, toll. Ja, ich fahr los. Düdel und so weiter. Und ihr kommt an. Alles wie vorher. Duty. Wir fahren mit dem Auto in die Autowaschanlage. Welchen Tarif wählt ihr denn? Na, den günstigen. Da waren doch die Kids. Gut. Ihr fahrt rein, kommen ein paar dreckige Straßenkids, die euer Auto sauber machen wollen. Ja. Dann steigen wir aus. Sie? Aussteigen? Kannst du dir die beiden Kleinen da schnappen? Ich schnapp mir die beiden Kleinen. Also. Jetzt sagt sie noch leise im Auto. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay. Also ich werde mich dann beim Aussteigen so positionieren, dass die beiden Kleinen quasi in Greifweite sind. Na gut. Ja. Dann sag mal, wie du die jetzt ergreifst. Am Schlawittchen. Sehr gut. Dann würfel doch mal nix. Willst du irgendwas machen, Jojo? Wie viel waren jetzt? 2 oder 3? Eins müsste noch übrig sein, ne? Gesagt 3 oder habe ich gesagt ein paar? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren insgesamt 3, die wir brauchten. Und die arbeiteten alle da. Und Kaban hatte ihm die Dinger gezeigt, die Bilder. Und er sagt Bescheid, wenn die da sind. Ach so, na gut. Also vor euch steht genau ein Paar. Also jetzt in Kabans Schlawittchenhände sind ein Paar. Und dann guckt Jojo jetzt, dass sie den Kids irgendwie die Mundschützer da rein bastelt. Dann macht mal Geschick und Fingerfertigkeit. Reactions. Du benötigst viele Erfolge. Die habe ich aber nicht. Gut. Kommst dran. Du wirst den Mund berühren. Den musst du erstmal aufzerren. Dann wirst du sehen, wie sich plötzlich vom Zappeln und Schreien, du machst es erstmal bei einem Kind, das Ganze zu einer sehr starren Körperhaltung verfestigt. Also, nee, nicht starr, sondern schlaff. Dann lässt es den Kopf sinken, dann hebt es den Kopf und sieht in deine Augen, die jetzt also auch wieder so tot sind wie die deinen, und dann beißt er einmal kräftig zu. Das andere Kind scheint sehr verwirrt, ob dieser Vorgänger. Kann ich seine Verwirrung nutzen? Um was zu tun? Dasselbe nochmal zu probieren, während sie zu Kaban sagt, Mund aufhalten. Ich tue diesen Griff, ich schmeiß das schlaffe Kind in die Ecke. Vorerst. Und dann kennt man ja diesen Griff wie bei Kötern, dass man die Hände dazwischen packt. Und dann kann man nicht mehr reden, weißt du? Naja, du kannst, also so ist quasi dort, wo der Kiefer angesetzt ist, draufdrücken, dann kannst du genau. Schmerzen nur den Kiefer aufmachen. Das ist eine sehr gute Idee. Dann musst du jetzt auch nicht mehr würfeln. Okay. Es zerbricht ein Zahn. Nein! Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung mit Mundschützern habt. Heutzutage tut man die an kochendes Wasser, zieht die rausbeißt drauf und dann ist es an die Zahnform angepasst. In Shadowrun ist es ja noch viel geiler. Da kannst du ja sagen, du schiebst das Ding rein, dann wird das quasi pseudoflüssig und passt sich der Zahnform an. Und du kannst auch sagen, wenn du das möchtest, es klebt quasi vorerst noch, sodass es erstmal den Mund gar nicht mehr auseinanderkriegt. Und das kannst du alles per Smart-Technik einstellen. Das gefällt mir hervorragend. Dann macht das jetzt erstmal gar nichts und man guckt nochmal nach dem anderen Balk. Sehr gut. Das liegt am Boden. Lebt es noch? Würfel doch mal Erste Hilfe und
Logik. Ich könnte auch einfach Ascenden würfeln. Das kannst du auch machen. Also ja, es lebt noch. Ich habe 2 Erfolge. Und dann krank, wütender, am wütendsten. Oh. Datenbuchse, kein Zahnbehälter. Hast die Aura noch nie gesehen. Noch wütender. Mm. Oh, intoxicated. Kaban, guck mal bitte nach dem Bike. Ich glaube, das hat irgendeine Kampfdroge oder sowas. Was? Hältst du ihn hier? Hm. Dann schließe ich mal ein Medkit aus unserem Fahrzeug an den Kit an. Okay. Jojo, das Kind wird ein bisschen zappeln und strampeln, aber ich meine, es ist halt... Ich fixiere es mit Klebeband. Ich dachte mit Liebe. Nee. Na gut, dann mit Klebeband. Kaba, du gehst da hin und wirst du das Medikit rausholen. Aber du wirst halt das nicht mehr anschließen können. Das Kind erhebt sich jetzt. Und du bist ihm am nächsten. Es sieht sehr wütend aus. Außerdem siehst du, dass du pulsierende Venen auf Stirnen und an Händen und Armen und überhaupt atmet es sehr schnell, aber auch sehr schnell. Und es hat ein bisschen Geifer am Mund. Schön. Lass mal Inni würfeln. Ich denke auch. Ich auch? Wenn du teilnehmen möchtest, wäre das eigentlich ganz cool, ja. Weißt du noch, wie man Inni würfelt? Ach, scheiße. Ich schon. Diester, das Ergebnis gefällt mir. Oh, nice. Meine Inni ist 14. Meine Inni ist 13. Meine Inni? ich sag doch, Kampfdroge. Keine Zeit für ein scheiß Medkit. Ach nee, warte mal, ich hab's doch noch falsch gewürfelt. Eine Sekunde bitte. So, ist richtig. Also, 5 plus 8 sind 13, plus Reaktion kann ein Kind schon normal haben. 16 Intuition, also 18 hab ich. So, ich bin zuerst dran. Jo. Ja, das Kind stürmt auf Kaban zu und versucht es, also das Kaban, niederzuschlagen. Das ist eine gute Idee, niederzuschlagen. Was bist du denn hier so? So, das Bike hatte keine Datenbuchse, ne? Doch. Ah, oh, okay. Achso, wirf mal bitte hier ausweichen. Ich bin so irritiert von dem Kleinen. Was tut es? Es würfelt einen kritischen Patzer. Oh, ich bin nicht die Einzige. Das Problem ist, das ist wie bei so einem YouTube-Video. Du weißt nicht, also, ob du das gerade niedlich finden sollst. Ja. Das ist halt gerade, ich drehe mich schon ein bisschen so, als der aufsteht, drehe ich mich ein bisschen zu Jojo, so, was will denn der Kleine? Und dementsprechend stehe ich da auch relativ weitbeinig. Sehr gut. Das wird dir aber nicht in die Eier hauen. Du darfst erstmal Schadenswiderstand würfeln. Willst du mal was Witziges hören? Mhm. Ah, du hast einen kritischen Patzer, warte mal. Naja. Kritischer Patzer. Oh, das ist. Es passieren schlimme Dinge, ja. Ah, shit, ich werde es einfach so machen, dass ich meinen Schaden um 2 erhöhe, schlage ich vor. Also, er trifft dich. Warte mal, du hast Panzerung an. Mhm. Ja. In die Eier wäre halt dann doch irgendwie sinnvoll, ne? Das ist der einzige Punkt, wo du auch nicht gut gepanzert bist. Das Kind macht das ja nicht mit Absicht, das rennt einfach auf dich zu und das hat einfach eine Höhe, die dann sehr gut passt. Und dann sind es tatsächlich die Eier. So, ich habe 2 Nettoerfolge. Kinder haben nicht ganz so viel Stärke, aber jetzt plötzlich schon. Du bekommst 2k Schaden. Nee, du bekommst 4k Schaden, fühlt sich aber an wie 12. Das war halt böse. Ja. Und mit K meine ich selbstverständlich G. Ja, ja, das ist sowieso klar. Ist ja kleiner als meine Panzerung. Huch, nee, mit der Regel spielen wir nicht. Ach so. Das ist immer dumm. Außerdem
ist der Grundschadenscode nicht kleiner als deine Panzerung, weil ich ja Schaden mache. Hm. Das Kind kriegt plus 6 Stärke, weißt du. Ach so. Ja, ja. So, also es fühlt sich an wie 10k, sind jetzt aber auch nur 4 und wir rechnen erstmal mit Knockdown. Verzeih. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass hier was nicht Tödliches gemacht wird. Ich kenne nur noch K. Also es sind 4G, fühlt sich aber an wie 10K. So. Jetzt passt ja, ne? Ich gehe mal kurz so dich in die Knie. Ja. Dieses verfluchte Balk wird sowieso bald sterben, wenn das echt so eine Kampfdroge hat. Kratzt Jojo das ab. Kennt sich nicht aus. Jojo kennt ungefähr, wie Kamikaze funktioniert. Ja. Kamikaze bringt die Leute ja nicht um. Frischling wird vom Kind zusammengebrochen. Nee, aber das ist ein kleines, krankes Kind. Und Jojo weiß, wie bestimmte Drogen schon auf sie gewirkt haben. Die war ja auch dann nochmal schon völlig fertig. Du brauchst dich von mir nicht rechtfertigen. Nee, ich will's auch eigentlich nicht killen. Aber es ignoriert wahrscheinlich gerade alles. Töte es einfach. Es hat mir in die Eier getreten. Kaban hat's nicht ignoriert. Ne, ich hab ja auch noch ein Kind. Es tut mir leid. Aber dieses Kind ist sowieso tot mit Datenbuchse und Persona fix. Knarre schießen. Einfache Handlung, Waffe bereit machen. Einfache Handlung, ein Schuss. Den kannst du mir erstmal würfeln. Ja, das dachte ich mir. Ich kriege ja Reaktion plus nichts? Was ist denn das für eine Scheiße? Dann würfelt er auch noch 3 Erfolge. Ich würfel jetzt bestimmt wieder weniger. Jetzt denkt halt vor allem wieder jeder, wenn man sagt, ich habe 3 Erfolge, als wäre das ein übelstes Monsterkind. Aber ich dachte, ein Kind kann durchaus eine normale Reaktion haben, weil sowas verändert sich im Leben nicht so wirklich. Krass. So. Ich schieße tatsächlich daneben. Na, das Kind ist on fire. Das hat Karwan auf die Platten geschickt. Guckt sich schon nach dem nächsten Ziel um. Als nächstes stehst du, weil das andere Kind versucht wegzuhüpfen oder wegzukriechen, nachdem es gefesselt wurde. Und dann sieht es ja, dass du schießt. Und da ist aber, ich sag mal, das duckt sich halt einfach. Und dann ist ja die nächste Kampfrunde. Wer ist denn da dran? Na, ich. So. So, ich hab vergessen, mir einen Würfel zu geben, aber das ist eh egal. Fällt mir gerade ein, ist Wurst. Na, du hast eh nur einen Erfolg, also wirklich egal. Naja, eben. Gut, dann wird es jetzt versuchen, dir eine reinzuhauen, Jojo. Mit einem Sturmangriff? Das ist eine gute Idee. Nee, ich frag nur, weil ich dann ja theoretisch noch eine Handlung hätte. Nur wenn du dran bist. Oh. Alles, was du machen kannst, ist dir 10 Ini abzuziehen. Dann kriegst du deine Willenskraft als Bonus fürs Ausweichen. Oder 5 Ini abzuziehen und dann kriegst du deine Nahkampffertigkeit als Ausweichen. Aber du hast, glaube ich, kein Knüppel. Oder ein Edge auszugeben, um als Erster dran zu sein. Das wäre echt nett gewesen, wenn du mir das vorher gesagt hättest. Das ist auch richtig, das kann ich jetzt nicht mehr. Alles klar, du hast recht. Dann gehe ich jetzt auf volles Ausweichen. Gut, dann bist du einfach nur nicht mehr dran, das passt schon. Dann kriegst du noch Willenskraft dazu. Ja, das heißt, ich habe jetzt Reaktion plus Intuition plus Willenskraft. Genau. Ja, gut. Ich werde einfach sterben. Das mit dem Sturmangriff war eine richtig gute Idee. Ich würfle einen Edge mit. Auch noch. Das ist halt, glaube ich, der höchste Würfelpool, den du jemals hattest. Aber der passt genau. Eine genaue Punktlandung. Na, pass auf. Das Kind stürmt auf dich zu. Du springst grazil zur Seite. Und es rennt einfach in euer Auto rein. Es kracht. So. Dann steht das wieder offen, guckt sich wild um. Jetzt ist das andere Kind ihm am nächsten. Das heißt, sein Blick ist nur auf S fixiert. Kaban, du darfst mal Selbstbeherrschung würfeln. Okay, du wirst jetzt wieder dabei sein. Wir würfeln jetzt übrigens neue Inni, aber du darfst dir durchaus mal 5 Inni davon dann wegstreichen, ne? Geil. Geil, hab ne Inni von 9. Bitte?
Dann habe ich eine Ini von 9. Ich habe eine von 8. Na, immerhin bin ich schneller als... nee, ich habe auch eine von 8. Ich habe ja schon 3 Schaden. Ah! Also über 3 Schaden. Das ist irgendwie ziemlich... Also voll der Jojo-Wurf. Was mache ich denn damit? Kriegt dieses Kind eigentlich Schaden? Das müsste Schaden kriegen, oder? Wenn es voll in den Wagen reinrennt? Spielt keine Rolle, es ignoriert wahrscheinlich eher alles. Ey, sag mal, es kriegt ja Konsti plus 3. und ich meine, es rennt in den Wagen rein, das war jetzt eher dingsig. Vielleicht, es hat so eine kleine Beule, scheint das aber auch wirklich... Das Kind ist tot. Ja, aber erstmal muss es jetzt auf dieses andere Kind draufrennen. Also, wenn jetzt jemand was ansagen will, von wegen, ich bin zuerst dran, das wäre sonst zuerst dran, dann macht das. Ich hasse es, mein Edge für so einen scheiß Balk auszugeben, aber ja, ich brauche dieses andere Kind, sonst finden wir den nie. Deswegen bin ich jetzt zuerst dran. Das ist jetzt eigentlich zu spät, aber wir können das gerne noch machen. Du kannst auch ein Edge ausgeben und nochmal 3 Würfel mehr zu Ini zu würfeln, ne? Dann mache ich das. 20, sagst du. Bist du erst dran? 19. Ich habe die Knarre noch in der Hand. Dieses Balk ist jetzt tot. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt warte mal. Du bist ja ganz schön unhöflich. Ich brauche das andere Kind noch. Was bist du denn jetzt so? Ach so, willst du einen Schuss schießen oder eine Salve? Ich möchte gerne eine Salve schießen. Schönes Auto. Warte mal. Du hast schon einen Schuss abgegeben. Das heißt, wie viel Rückschusskonvention hast du an der Waffe? 2. Das heißt, du kriegst jetzt minus 2. Trotzdem, dass eine neue, eine neue Runde ist? Ja, normalerweise gilt das ja, sobald du eine freie Handlung was anderes machst als schießen oder eine einfache, gilt das nicht mehr. Aber bei mir habe ich gesagt, du musst eine ganze Runde lang oder eine ganze Kampfrunde lang was anderes machen als schießen. Und ja, der Rückstoß kumuliert sich hier auf in der SR5. Okay, das heißt, ich krieg jetzt was? Minus? 2, aber du hast ja Smartlink, denk diesmal dran. Ja. Ha! Ich kann ja noch Panzerung werfen. Tot. Hä, warte mal, tot? Du hast einen Nettoerfolg, das sind ja gerade mal 10k. Dann habe ich ja 2 Erfolge bei Panzerungen, das ist ja tot. Wieso habe ich einen Nettoerfolg? Du hast da oben 2 Würfel mit 0 Erfolgen gewürfelt. Das ist ja 3 Nettoerfolge, das sind also 12k. Da ist es halt tot. 3 gut platzierte Schüsse. Der Verdeutlichung der Situation halber. Der erste Schuss geht in den Unterleib und es guckt sich nur wie wild geworden zu dir um, stolpert, fällt aber schon hin, aber giftet dich noch an und schreit dich noch an, als wär's ein großer, als wär's einfach Roger, wenn er Eier hätte. Und dann schießt sie ihm halt noch immer im Brustkorb und immer so in den Hals und dann fällt das auch richtig um. Und zittert und zappelt. Jojo guckt da eine Weile drauf. Kann das sein, dass du jetzt nur noch 2 Edge hast? Ja. Nice. Kaban, sag mal irgendwas Cooles, damit ich auch ein Edge zurückkriege. Kaban guckt mit einer Hand so im Schrittbereich, guckt dann hoch auf dieses röchelnde Kind und muss durchaus ein bisschen würgen. Er ist auch echt kreidebleich. Ja, Jojo guckt auch ein Weilchen noch irgendwie auf dieses Kind, bis es nicht mehr zappelt. Ja, es wird es noch aus den Augen bluten und so ein Scheiß, ne? Ja. Und dann laufen so Blutrinnen am Mundwinkel entlang und so, und aus dem Arsch blutet's und wo haben wir noch? Nase. Das war's. Ohren. Aus und allen Körpern. Ohren sind eigentlich keine Schleimhäute, ne? Dann nicht. Ohren nicht. Oh. Dann. Heilige Scheiße. Was war mit dem Kind denn los? Und hast du gerade das Kind erschossen? Hast du dich gerade von einem 9-Jährigen auf den Boden legen lassen? Reden wir darüber nicht mehr. Reden wir darüber einfach nicht mehr.
drehst du auch so ab, Kind, zieht das andere hoch. Solange das nicht dafür sorgt, dass es auch diese komische Kampfdroge kriegt, ja, nicht. Okay. So. Jojo geht jetzt raus. Geht zu diesem Typen. Also du klingelst. Ja. Das Dingsauge öffnet sich. Mach mal kurz auf. Das geht gerade ganz schlecht. Aufmachen. Ich weiß, dass da gerade besetzt ist eine Weile, aber das sind jetzt zwei Leute da, die haben eine ganz intensive Reinigung. Da musst du später nochmal wiederkommen. Sie zeigt ihr Tattoo. Ah, du bist ja einer von denen. Komm doch rein, sag das doch gleich. Entschuldigung. Er macht die Tür auf. So, hast du Kameras in den Dingern drin? Sie gucken auf die Bildschirme. Die sind, also es gibt Kameras in dem Ding drin und die sind gerade schwarz. Das fiel mir nicht ein, zu gucken, was ihr da macht. Also, da habe ich vorgesorgt, weil ich mir dachte, das kann ja, wenn die ja jetzt kommen, das willst du lieber ja nicht wissen. Alles klar. Hat der hier irgendwo Mülltüten rumliegen? Es wäre sehr erstrebenswert, dass die vorhanden wären, aber das ist erstmal keiner, aber die wären nötig. Hast du hier Mülltüten oder sowas rumliegen? Na, hier nicht drüben, weil da in dem Reinigungsraum, da ist da so ein Real und da ganz unten. Alles klar. Sie lässt ihm Cradstick da mit einem Huni und geht. Ja, das ist zu freundlich, aber das muss nicht. Ich hab da schon mit deinem Partner abgesprochen, da, an den netten Herren, der da war. Das musst du, also ihr braucht da ja nicht. Wir sind ja alle hier, wir wissen ja alle, wie schwer das ist. Das kann ich ja gar nicht annehmen. Das kannst du schon. Alles gut. Da danke ich aber wirklich sehr. Er macht so eine halbe Verbeugung. Und dann geht sie und sucht dann in dem Regal nach den Mülltüten. Ja, sind Mülltüten. Ja, dann wird das tote Kind verpackt. Moment. Na doch, das sind 80 Liter Mülltüten, passt. Ja. Sie muss ein bisschen mit sich kämpfen. Wie ist denn das eigentlich? Du wirst dann schon noch so nett sein und mal mit einem der Schläuche mal kurz das Blut in die Rinne. Ja, selbstverständlich. Ich wollte nur erstmal das Kind verpacken, damit das nicht weiter alles vollblutet. Ja, ich wollte Kaban und das andere Kind sitzen im Auto. Bitte? Kaban und das andere Kind sitzen im Auto. Alles klar. Du hast ihn jetzt auch mal geknebelt. Mhm. Der hat ja diesen Fressschutz. Ja, aber falls ihr dann mal... Also ich meine, das Problem jetzt ist... Siehste, das hatte ich nicht gedacht. Das Kind ist wahrscheinlich ziemlich unter Schock. Genau, und das macht halt Atmen durch die Nase immer so ein bisschen... Also dann kannst du es auch nicht knebeln. Ja, gut. Ja, ich meine, Hyperventilation ist schon eine Sache bei dem Kind, ja. Du verpackst das Kind, spürst das Blut weg, ja. Ja. Dann setzt sie sich mit ins Auto und dann fahren wir raus. Oh, die Folge nenne ich auf jeden Fall ein schöner Familienausflug oder sowas. Oder wenn du nicht dein Maul hältst, steigst du aus und läufst zurück. Wo fahrt ihr denn hin? Ist irgendwo in der Nähe irgendeine Art Unterschlupf oder sowas? Du hast doch irgendwie so eine Wissens... Ich habe eine Menge Wissensfertigkeiten. Show me your genital. Oh. Und welche genau ist das? Was? Welche Fertigkeit genau das ist? Hier. Safe House. Dings. Na easy, und zwar... Ist das ein Sarghotel? Aber der Besitzer, der guckt richtig gerne weg.
Das ist gut. Hä, warte mal. Ah, nee, Safe Places. Ja, okay, da ist es. Okay, ja. Ich dachte schon gerade, ich hätte mir eine Fertigkeit angedichtet, die ich doch gar nicht habe, wo ich mir sicher war, dass ich sie habe, aber ja. Okay, dann fahren wir da irgendwie in diese Garage oder was auch immer von dem... Ne, der lässt euch dann immer in den Liefereingang reinfahren. Hm. Und der hält generell das Erdgeschoss alle Sargräume frei für euch. Das heißt, ihr könnt da hinten rein, könnt dann die Hintertür da reinnehmen und habt dann richtig viel Platz. Das ist gut. Ich meinte nur, damit wir auch noch einen Ort finden, wo wir dieses Bike entsorgen können. Ach so, naja, keine Ahnung. Du kannst es ja erstmal im Auto lassen. In meinem Auto. Im so schnell fangen die nicht an zu stinken. Es ist gut verpackt, das blutet nicht voll. Ja, darum ging es Daddy gerade. Es ging, glaube ich, Daddy gerade richtig drum, dass es voll blutet und nicht darum, dass es eine Kinderleiche ist. Nö, gar nicht. Ey. Oh, es geht mir nur um die Ledersitze, ist klar. Entschuldigung. Liebe Milzbrolette, das ist jetzt ganz wichtig. Und zwar, Flumi sagt ja häufig, ach, nur wegen der Spielleiterhandlungen ist mein Charakter so geworden. Ich bin gar nicht so, aber hier sieht man, dass es einfach ihrer Neigung entspricht. Hm? Psst, der lügt. Ich glaube ihm leider... Kaban lügt auch, also Daily lügt auch. Das ist halt so eine richtig gute AfD-Logik. 70% der anderen Leute lügen. Ihr seid nur 66%. Also ist egal. Lügenpresse. Wir sind 70%. Jetzt halt mal das Moment der Minderheitenmeinung. Also das Kind ist noch im Kofferraum, im Dings, also hinten, druff. Stimmt, das ist überhaupt kein Van, das ist also auf der Ablagefläche. Das ist gut verpackt unter irgendwas. Ja, na klar, es ist das. Und es kann auch es könnte sogar ein Schmuggelbehälter passen. Du müsstest aber dann halt ein bisschen geschoben haben beim Reintun. Okay, dann das. Besser als wenn man eine Kinderleiche findet, während wir da durch Donskoy fahren und uns irgendwelche überaktiven Bullen anhalten. Oh, ich sag mal so, also du hast halt den Unterkörper hineingelegt und dann der Kopf ist ja das Größte. Das heißt, du müsstest dann mal kurz nachgeschoben haben. Könnte sein, dass du vielleicht, wenn Kaban gerade nicht geguckt hat, den Fuß zu Hilfe genommen hast, um den Kopf da reinzupressen. Wenn Kaban gerade nicht hingeguckt hat, muss ich mal kurz ein bisschen kotzen. Delicious. Also dabei ist jetzt nichts kaputt gegangen oder so, außer vielleicht die Ohren, aber... Trotzdem. Du weißt ja, wie es ist. Solange nicht der Müllsack kaputt geht. Naja, das spielt ja dann nicht so richtig die Rolle. Schmuggelbehälter kann man ja auch mal reinigen. Ich achte da sehr drauf, dass der Schmuggelbehälter, wo ich das Fleisch und so weiter drin lager, kein Kinderblut enthält. Na, jetzt warte mal, immer feucht durchwischen und dann nochmal ein bisschen desinfizieren und so, das ist ja jetzt nicht das Ding. Jutti. Ja, dann gucken wir mal, dass wir uns mit dem Kind unterhalten können. Ihr entknebelt es. Ja, zumindest so, dass es grob reden. Es wird komisch reden, weil wir diesen Beißschutz ja nicht rausnehmen können, weil wir... hat es einen Zahnbehälter? Kann ich das sehen? Ja, okay. Also es hat ein Implantat im Mund. Okay, dann werden wir diesen Beißschutz nicht rausnehmen können. Dann kann es trotzdem reden, aber es redet dann halt komisch. Wenn es redet. Tu dir eine Gurke in den Mund. Oder eine Sock. Macht mal bitte Menschenkenntnis. 5 Erfolge. Ja, und zwar... Alter, Kaban, was ist denn da los? So, ich hab das Dingsbums für, Ich verstehe. Aber 3 Erfolge ist auch okay. Also ich meine, das Kind hat halt natürlich scheiße viel Angst und so und es scheint sehr, sehr verwirrt.
Verwirrter als ängstlich. Ich guck Jojo an. Jojo guckt das Kind an. Hast du schon mal mit Drogen zu tun gehabt? Okay, ich muss kurz überlegen, wie ich das mache. Lass mich mal kurz. Okay, mach das so. Also warte mal. Du musst dir das so vorstellen. So, dann stellst du deine Frage. Nein. Ich kenne meine Rechte. Lassen Sie mich jetzt gehen. Ich besitze eine SIN. Ich habe Bürgerrechte. Mann, Sie... Jojo guckt ziemlich angeekelt. Bitte lass mich gehen. Ich hab nichts gemacht. Stimmt, das ist irritierend. Dann können Sie mich ja... Ich hab auch nichts gesehen, Sie... Ich stelle dieselbe Frage nochmal. Passiert dasselbe? Stell mir dieselbe Frage nochmal. Hast du was mit Drogen zu tun? Ich führe ein lupenreines Leben. Mir sind keine Straftaten bekannt, Ihnen dürften auch keine Straftaten meinerseits bekannt sein. Ich möchte einen Anwalt sprechen. Jojo, schau das dann wieder an. Diese Suppenküche in Schneuer, kennst du die? Warst du da schon mal? Ja. Hast du da schon mal irgendwas für irgendwen abgegeben oder abgeholt? Nein. Hast du also da, ja. Hast du da Freunde? Ja, aber... Auch welche, die ein bisschen älter sind als du? Erwachsene? Nein. Okay, du hast da Freunde. Sie irren sich. Bist du da regelmäßig? Geht. Aber du triffst dich da schon mal mit deinen Freunden. Mann, das... Wir hatten halt übelsten Hunger und wir wussten nicht, dass der Typ so dumm hinfällt. Der Sack wollte alles für sich behalten, Mann. Und konnte ja keiner wissen, dass er auf den Kopf fällt, Mann. Von wem redest du denn gerade? Hat der einen Namen? Der da hingefallen ist? Na, der Typ aus dem Essenswagen. Keine Ahnung, aber... Gibt es Momente, an denen du dich nicht erinnerst? Sie werden verstehen, dass sich niemand an sein vollständiges Leben erinnert. Wie soll ich das bitte tun? Ich würde so weit gehen zu vermuten, dass Sie sich nicht an jede Einzelheit des heutigen Tages erinnern. Ist dir da schon mal irgendwas komisch vorgekommen? Also außer der Sache jetzt? Es ist alles in bester Ordnung. Wunderbar. Er beginnt jetzt bei den Phasen übrigens immer versuchen, volle Bude zuzubeißen, aber es ist halt auch einfach nicht von Erfolg gekrönt. Scheiße. Interessante Technik. Aber ziemlich abgefuckt, dafür Kinder zu benutzen. Sag mal, kanntest du da, gab's da Kameras in dem Ding? Nee. Scheiße. Wo hast du die Datenbuchse her?
Warte. Die Fragen bringen doch nichts. Doch, ich muss nur noch. Ich muss mal kurz was nachgucken, dann bringt die auch was. Dieses Implantat ist Eigentum von Njetkin. Njetkin, ihr Körper ein Tempel, wir ihre Religion. Sag mal, warst du schon mal in einem Bodyshop? Hä? Warst du schon mal in einem Bodyshop? Hä? Nicht? Ach so, nein. Es gibt doch bestimmt irgend so, keine Ahnung, irgend so ein Implantat, was du immer schon mal wolltest, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was dich super stark macht oder super schnell macht, kann das sein? Irgendwas in der Art. Ich meine, jedes Kind will das so. Ein Reflexbooster und Sporne, oh, und Kletterclown, und, Cyberaugen sind cool, und Panzerung. Und was machst du dann damit? Also, wenn du das alles hast, so? Er ist kurz verwirrt, aber dieses Mal eher aus dem Grund, dass er sich seiner Situation, in der er ist, gerade bewusst wird. Dann schlitze ich solche Fotzen wie dich ab! Alles klar. Dann könnt ihr nicht mehr auf mir rumtrampeln, ihr dummen Wichser, und dich hässliche Glatzfresser auch! Klingt auf jeden Fall vernünftig. Besser als der andere Kram, den er sonst von sich gibt. Sie schüttelt leicht mit dem Kopf in Richtung Kaban. Ah, okay. Hast du da schon mal mit irgendwem drüber geredet, dass du sowas haben willst? Klar. Cool, mit wem? Bitte entschuldigen Sie, mein Namensgedächtnis ist äußerst schlecht. Mann oder Frau? Ich hatte das Gefühl, dass eine aufgeklärte Person wie Sie nicht in solchen Kategorien zu denken pflegt. The person you've called is temporarily not available. Deine Kumpels wahrscheinlich, oder? Na klar. Nur deine Kumpels? Ja. Ach, das ist so fucking nervig. Okay. Du hast nicht zufällig irgendwie Bilder gemacht oder so, als du da warst, ne? Womit denn? Wo war? Sie hat das zu Carmen gesagt. Wo war? Zurück. In der scheiß Suppenküche. Nö. Er hat sich schön aufgenommen, wie Freya fast vergewaltigt wurde und spielt das mal abends ab im Bett, du weißt schon. Ich hab die Schlampe nicht anders verdient. So eine Datenbox zeichnet auch nicht automatisch irgendwas auf, ne? Nö. Man kann sie aber als Datenspeicher benutzen. Ein paar Grundsachen würde ich auf jeden Fall aufzeichnen, aber hauptsächlich Dinge, die nicht so relevant für dich sein sollte. Wartungsupdates, wenn es sowas gab und sowas. Das wäre aber schon mal hilfreich, weil es bestimmt dann auch irgendwo drin steht, wo das wann wie eingebaut wurde. Vielleicht. Sowas viel interessanter wäre eigentlich, der Typ ist noch ansprechbar. Wenn der Persona Fix nicht greift. Wenn wir den jetzt rausnehmen. Der besteht nur noch aus Persona Fix. Der Kleine? Klar. Bist du sicher? Ja. Als du ihn erscannt hast, war das aber nicht der Fall. Das habe ich bei dem anderen, aber doch, bei dem anderen habe ich es gesehen, ne? Da habe ich dir gesagt, dass was mit dem falsch war. Achso, mit dem ist was falsch, aber in einem Maß. Also ich meine, das ist nicht zu vergleichen von der Art her, aber wenn du dir Kaban anguckst, dann ist mit dem sehr viel weniger falsch. Dann musst du mir das doch sagen. Du hast doch nicht gefragt. Ich bedenke doch nicht immer alles gleichzeitig. Wenn du erwartest, dass ich dir immer alle sofort alle Informationen gebe, dann setzt du voraus, dass ich irgendwas vorbereite. Nö, aber ich dachte, dass du das vielleicht gesondert ansprichst, weil es beim letzten Mal so ein Ding war.
Naja. Nee. Ist ja alles gut. Ich lebe im Moment. Dann nimmt Jojo ihm jetzt den Daten, die Persona fix raus. Wie denn? Wo ist denn der, Na, sie guckt erstmal, ob der Eingang da ist, wo er beim letzten Mal ist. Ah, nee, geht ja nicht, ne? Also, ja, machst du? Ist er. Aber deswegen hast du immer noch das gleiche Problem wie letztes Mal. Du kannst nicht irgendwelchen Deuten einfach irgendwelche Chips aus dem Körper nehmen. Wie asozial wäre das denn? Tja, muss der Professor nochmal ran. Ruft an. Warte. Halt's Maul, ich muss jetzt telefonieren. Jojo. Glückwunsch. Nee, nicht Glückwunsch, ich war noch nicht fertig. Ich wusste, dass du diesen beschissenen Fluch hast, hat mir mal dein Bruder erzählt. Aber wieso denn ich? Warum soll es dir besser gehen als allen anderen? Mann, weißt du, wie aggressiv einen das macht? Ja. Du ziehst dich nicht wieder an. ich brauche mal den Service vom letzten Mal. Mir, dann steck mal an. Macht sie. So, warte. Ha, Baby, Mann, das war nicht so gemeint, dass ich... Hey, komm, ich bin gleich wieder gut. Du hast eine Tür knallen. Ich hasse dich, oh ja. Wenn ich dafür jedes Mal Geld bekommen würde. Ich sollte aber Geld bekommen. Mann, war das eine Nutte? Nee, du hättest die Hüften sehen sollen. Meinst du, da hätte ich zweimal reingepasst? Viermal. Fünfmal vermutlich. Warte mal. Du hättest da mehr. Also ist auch völlig egal. Die waren, als hätte die Bob Ross gemalt. Mit so viel Liebe zum Detail. So, hier, wieso geht das jetzt nicht? Warte. Tja, also ich bin ja kein Hacker und offenbar wurde das ja seit irgendeinem Update, geht das nicht mehr. Bei der Reihe. Was ist das für eine Reihe? Kriegt man irgendwie raus, wann das wo wie verbaut wurde? Mann, das kann ich dir sofort sagen, warte. Das ist nämlich auch kacke zu löschen. Jo, das ist vor 4 Monaten. Wurde das eingebaut. Wartungsarbeiten hat man nicht, das ist aber nicht so. Das sollte man schon mal machen. Keine Wartungsarbeiten, aber dann Updates. Aha. Aber dann was? Aber dann Updates drauf. Naja, Updates sind drauf. Das Ding ist auf Wi-Fi gestellt, ne, wisst ihr? Nö, wusste ich noch nicht, aber gut. Keine ausgehende Kommunikation. So, Update hat's bekommen. Sind dort starke Entzündungszeichen eigentlich? Nö. Da hat er aber Glück gehabt. So, vor 4 Monaten. Wo? Achso, die Seriennummer wurde vielleicht ein bisschen rausgefeilt. Wo? Hier ist ein Bodyshop angegeben von Jitkin. Der ist in Donskoy. Gehört das zu den Infos, die man schlecht löschen kann, oder kann man da einfach alles reinschreiben? Nein, sag mal so, wenn du in einem Bodyshop arbeitest und da kommt jemand und sagt, verkaufst du mir eine Datenbuchse, und der sagt, na, aber sicher Digidagi, und dann sagst du, ich möchte aber nicht, dass das irgendwo offiziell steht, dann schreibt dir ein Datum rein, vermutlich das, wo er es gerade verkauft. Die Filiale selbst kannst du dann nicht ändern, aber, ne, und danach findest du noch einen Kunden, so. Oder du schreibst einen Kunden drauf und verkaufst ihm das Ding einfach so. Einbauen kann das fast jeder, aber solche Daten zu ändern, das kann fast niemand. Die Seriennummer, die ist nicht so das Problem, die kriegst du relativ einfach raus. Okay, das heißt, die Daten stimmen wahrscheinlich, die da jetzt drin sind. Es sei denn, derjenige hat irgendwie viel Arbeit und viel Hacker da reingesteckt, um das zu ändern. Es ist die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass die aus dem Bodyshop irgendwann mal verkauft wurde. Wo die eingebaut wurde, Alter, na, frage mich nicht, das kann auch echt, ich gebe dir 2 Monate einen Kurs und du kannst jemanden eine Datenbuchse schießen. Okay. Alles klar, besten Dank.
Ja, du bist mit dem Frischling gefahren, ne? Ja, der ist hier. Und der hat eine Einkaufsliste von Paulina, ne? Ja. Gut. Ich brauche einen Entschuldigungskasten. Den darfst du ihm aber bezahlen. Der soll den bloß mitbringen. Oti, was ist ein Entschuldigungskasten? Ein Entschuldigungskasten ist ein Kasten Bier. Ach so. Naja, ich schreib's mit drauf. Will ja hoffen, Mann. Wie von Bob Ross. Sag nicht, die Kleine kriegst nicht. Sag mal, was ist, wieso haut ihr eigentlich direkt ab? Ja, weil ich so wütend geworden bin. Ich habe mich wochenlang ins Zeug erlegt, um lieber netter zu sein, weißt du? Eine Nutte kann ich mir kaufen, aber wo ist denn da der Reiz? Eine Schlampe, die sofort die Bänebreten macht, ist auch mal ganz nett, aber wo ist denn da der Reiz? Frauen wollen doch gejagt werden. Dann würde ich sagen, spendierst du der jetzt auch einen Entschuldigungskasten der anderen Art und dann ist sie auch wieder lieb. Das wird wochenlang dauern, Mann. So viel Vorfreude ist es dann auch nicht wert. Sie schüttelt nur mit dem Kopf. Männer. Falsch. Weiber. Na, wo sehe ich? Ganze Hühnerhaufen da. Jetzt aber Vorsicht. Ich kann nicht dafür, dass mit deiner Magie einfach die bösesten Flüche einhergehen. Das war schon vorher so. Na, du warst ja auch schon vorher magisch, nur nicht aktiv. Das kann sein. Alles klar. Dann besten Dank erstmal und adios, Muchacho. Jo. Ach so, bestimmte Marke? Ah nee, sie weiß, was er trinkt, ne? Na, so das Sterni-Äquivalent nimmt man eigentlich in der Gang immer. Okay. Gut, dann dreht sie sich um. Alles klar, also wir haben jetzt auf jeden Fall den Laden, wo das Ding verbaut worden ist. Okay. Rauskriegen wir den Chip nicht. Habt ihr keinen Hacker oder sowas, der das irgendwie machen kann? Haben wir nicht einen Hacker? Wir haben doch einen Hacker. Ja, aber es spielt letztendlich auch keine Rolle mehr. Da ist schon viel zu viel kaputt. Bist du sicher, dass der nicht irgendwie noch... Vielleicht kann er uns dann noch ein, zwei Antworten geben. Dann erinnert er sich da nicht dran. Was kostet uns das, wenn wir das probieren? Wir können es ja einfach probieren. Vielleicht retten wir dem Kleinen ja ein bisschen das Leben. Aber du verstehst das nicht. Da ist schon viel zu viel kaputt. Sag mal... Was kaputt ist, kann man wieder heil machen. Jojetta. Was weißt du eigentlich schon wieder? Ich stelle die Frage erneut. Von fucking Persona Fixes. Sie weiß, dass fucking Persona-Fixes die normale Persönlichkeit eines Menschen überschreiben. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, nach einer ganzen Weile und Überbenutzung. Im Normalfall ist es quasi, also werden die nur direkt drüber gelegt, solange der an ist. Entweder über eine Zeitspanne oder bei gewissen Triggern. Und wenn er aus ist, dann ist das auch weg. Das okay. Kommt halt, bei dem letzten war das ja so, weil er das seit wie viel tausend Tagen permanent an hatte. Bei dem Jungen kann es nicht permanent an sein, weil er ja zwischendurch noch der Junge ist. Ja, vielleicht gehört das auch zu der Persona. Dann wäre das ein sehr krasses Persona-Fix, ja. Das ist richtig, das wäre möglich. Ein Persona-Fix mit einem Persona-Fix, interessant. Sie ruft mal Elder an und macht einen Störsender an. Oder holt genau, den aus dem Auto. Genau auf dich habe ich nämlich gewartet. Ey, ich habe gehört, jeder kann jetzt nochmal dem Frischling sagen, was er mitbringen soll. Hier ist nochmal eine Liste. Da bin ich übrigens froh, dass du mich anrufst. Ich wusste jetzt nicht, ob du bei was Wichtigem dabei bist, aber so geht das ja. Warte. Da. Alles klar. Sie sammelt das gerade. Ja, da gibt ja einfach nur einen Text.
Word-Dokument quasi und kopierst das dann drunter. So, ich brauch dich mal. Und zwar habe ich hier eine scheiß Datenbuchse mit einem Persona-Fix drin, was ich nicht rauskriege. Ja, aber wir hatten doch alle beschlossen, dass wir bei so einem sinnlosen Scheiß mal einen Professor fragen. Ja, der hat das schon probiert und der kriegt's nicht hin. Verdammter, weil da irgendeine Sperre drin ist. Verdammter Versager. Zeig mal her das Zeugnis. Sie, zeigt mal her das Zeugnis. Jo, warte. Sie haben ein Update. Das hat ein Vierjähriger geschrieben. So, was willst du jetzt genau machen? Deaktivieren. Ich will, dass der Chip rauskommt. Deaktivieren. Alter, der Chip, ne? Den bringst du mir auch mal mit. Okay, warum, was ist daran besonders? Alles. Der ist ja einfach der Shit. Erzähl mir mehr, es könnte wichtig sein. Ich meine, ich habe mir vielleicht schon mal rein aus beruflichen Gründen schon mal ins Zimmer angeguckt. Da habe ich mir rein aus beruflichen Gründen auch mal ein BTL angeguckt. So. Dann habe ich mir rein aus beruflichen Gründen mal ein Mood-BTL und mal Porn und Snuff und dann habe ich mir mal angeguckt. Snuff war übrigens ein Witz. Ein Persona-Fix und dann war ich Brandon Task und dachte mir, also sein Leben ist halt echt zum Kotzen. So. Und dann habe ich mir jede Struktur von denen angeguckt. Und das hier ist halt was ganz anderes. Also ich meine, das ist eindeutig ein Persona-Fix und das funktioniert, wie ein Persona funktioniert, aber anders. Auf eine andere Art. Ja, aber das legst du bitte nicht drüber. Ja, nee, mach ich auch nicht. Ja, ich bring dir das Ding mit. Das einzige Persona-Fix, was ich mir drüberlegen würde, wäre ein Vlad-Persona-Fix. Und dann würde ich einfach durchs Ganghaus latschen und sagen, was machst du da für eine Scheiße? Doku-Kanal! Mann, das kommt einfach Desert Wars! Und dann würde ich meine richtigen Eier auf den Tisch packen, die für mich dann auch noch aussehen wie richtige Eier. Verstehst du? Das würde ich mir auf jeden Fall reinziehen, aber sonst bin ich ja nicht mehr interessiert. So, deaktivieren. Das dauert jetzt noch 5 Minuten. Dann ist es deaktiviert und dann kommt das auch raus. Alles klar, dankeschön. Bis später. Jo. Ja, 5 Minuten. Ja, hier ist übrigens ein Update von der Liste und die Kohle für den Kasten kriegst von mir. Okay. Was steht denn alles auf dieser Liste drauf? Wir fangen an mit Tampons. Lady Shaves. Lippenstifte, Lidstricher, also Schminktower quasi, die Nachfüllstation davon. Was könnten solche Leute die Platzische noch gebrauchen? Bräunungscreme. Haarspray, Nagellack, künstliche Nägel, künstliche Wimpern. Genau. Fußpilzentferner. Eine Freundin von ihr, die hier Milchpumpe, ganz wichtig. Dann so Abstillmedikamente, ist auch ganz wichtig. Solche Sachen hauptsächlich. Und dann kommt der Kasten und dann kommen andere Sachen. Das, von ihm der Kram ist halt so Knabberzeug. Ein Fläschchen einer Schnapssorte, die man nicht überall kriegt, die er aber sehr mag. Und noch so ein bisschen Motorradzubehör von ihm. Was er halt gerade braucht. Solange kein Green Ones dabei ist, oder wie das heißt. Eine Menstruationstasse ist dabei. Eine Menstruationstasse. Du weißt nicht, was das ist, ne? Ich will es nicht wissen. Hatten wir schon mal einen Podcast? Ich denke nicht. Ich glaube, ja. Wir hatten es mal. Echt? Das ist also ein kleines
ich würde es als Eimerchen bezeichnen. Also ich habe es als oberstes Suchergebnis, wenn ich Menstruation eingebe, kommt Menstruationstasse bei Google direkt. Autovervollständigung. Ja, du brauchst keine Bäume mehr abholzen, du musst die Umwelt nicht schädigen. Du kannst eine wieder auswaschbare Form einführen vaginal und da rein menstruieren. Die Fragen, die man sich dann natürlich stellt, wenn das Ding voll ist, muss man das ja dann wechseln. Was machst du mit dem vollen Ding? Naja, ganz klar. Du stellst dich schön in der Disse ans Waschbecken, wo sich neben dir die Aale gerade nochmal kurz die Puder ins Gesicht schmeißt und leerst die Scheiße aus. Vielleicht macht man das auch einfach im Klo. Ich habe gesagt, aber dann musst du halt mindestens noch, weiß ich nicht, das in so ein extra kleines Zippertütchen tun oder so. Ich glaube, du willst nicht, dass das los in deiner Handtasche rumfliegt. Hä, wenn du es ausleerst? Ja, denkst du, dass das so gut beschichtet ist, dass es restlos alles raustropft, ja? Das, also ich sag mal ganz blöd, in der Disse hast du doch sowieso andere Probleme, oder? Inwiefern? Wenn das Ding vollläuft? Dann leerst du es aus und schubst es wieder rein? Ach so, ja, stimmt, das kann man ja auch machen. Und kannst du es dann, wenn du zu Hause bist, wechseln und abkochen? Ja, aber was ist denn... so kompliziert? Nee, was ist denn kompliziert? Stell dir einfach mal vor, du bist in der Disse. Okay, das ist jetzt echt weit hergeholt, aber stell dir mal vor, du wärst in der Disse, würdest dir den Puder nochmal ins Gesicht schmeißen und neben dir leert jemand seine Menstruationstasse im Waschbecken. Das macht doch auch keiner. Es wird keine Frau wird diese Tasse rausnehmen und dann, weil die Finger dann vermutlich ein bisschen blutig sein werden, irgendwie die Tasse dann auf den Klorand stellen, sich mit blutigen Fingern die Hose wieder anziehen oder den Rock oder was auch immer und zumachen und riskieren, dass da Blutflecken draufkommen, dann mit dieser vollen Tasse in der Hand zum Waschbecken gehen und das ausleeren. Das ist den Frauen selber doch viel zu peinlich. Flummi. Und ziemlich umständlich. Ja. Aber stell dir doch mal vor, das würde passieren. Das würde nie passieren, das brauche ich mir nicht vorstellen. Es würden so viele Dinge nicht passieren, deswegen macht es trotzdem Spaß, sie sich vorzustellen. Es macht viel mehr Spaß, wenn man sich vorstellt, wie dasselbe im Männerklo passiert. Weil das Frauenklo mal wieder viel zu voll ist und Frauen dann aufs Männerklo gehen. Das wäre noch lustiger, da würde... Das wäre echt geil. Schön am Pissoir. Das Problem mit den blutigen Fingern übrigens auch so bei der Benutzung, ne? Ja, selbstverständlich also, hast du das. Sie holt quasi am Pissoir das Ding raus, schüttet das einmal aus, stoppt das Ding wieder rein, Hose wieder runter. Aber wenn du zu Hause bist im Badezimmer, hast du regelhaft nicht so riesengroße Bäder, dass du eigentlich relativ fix zumindest das Waschbecken erreichen kannst. Ja, aber warum findest du das denn einfach nicht so schön, dass man sich das mal durch den Kopf gehen lassen kann? Entschuldige, weil ich bitte. Es viel schöner finde, wenn das selber auf dem Männerklo passiert, weil ich dann kreischende Herren aus dem Ding rausrennen sehe und das finde ich viel schöner. Aber immerhin zum Waschbecken gehen. So, ja. Wir waren also dabei, dass du auch eine verdammte Menstruationstasse kaufst. Danke. Ja, Jojo ruft dann nochmal an, irgendwie, bei irgendwem, der da jetzt, und meint dann, sie sollen jetzt bitte irgendwie eine gesammelte Liste von den Dingen geben, die noch mitgebracht werden sollen. Von Kabern, damit jetzt nicht alle nach und nach anrufen. Vlad lässt das leider unterbinden, da kommt jetzt nichts mehr dazu. Okay. Mit der Begründung, das hat man schon mal bei Felix und Noran und am Ende hat jeder noch übelst viel Scheiße in seinem Zimmer stehen und 2 Tage später muss das alles entsorgt werden. Okay, ja, wie gesagt, wir warten halt die paar Minuten, bis das Persona fix raus ist. Ja. Persona Fix ist draußen. Nicht mehr mit uns. Persona Fix ist draußen, jetzt hat er gesagt. Hat er gemacht. Hat er gemacht. So. Und dann tüten wir mal das Persona Fix ein. Der Junge wird kurz ein bisschen blass und dann scheint er kurz wieder nochmal ein bisschen verwirrt und dann scheint er aber auch wieder wie vorher. Er hat jetzt auch die Verwirrung von gerade eben vergessen. So, dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Hallo.
Du hast einen Namen. Nehme ich an. Er nickt ganz langsam, so langsam, dass ich einen Namen nachgucken kann. Er nickt. Nennst du mir den Namen auch? Er nickt. Fängt dein Name mit dem A an? Ich. Nein. Ich. Na guck, er ist mal ein weg. Fängt dein Name mit einem B an? Ich bin... Bogdan! Ich bin... Ich bin Crusader. Was? Sekunde, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dass ich so Shadowrunner NSCs in manchen Runden vielleicht wirklich vorstellen. Ich bin Crusader, yay. Das Kind ist übrigens da. The fucking Crusader, Junge. Alles klar. So, wie war denn das jetzt mit dieser Suppenküche? Mann, das hatte ich euch doch gesagt. Ja, was du mir nicht gesagt hast, ist, ob du da mal mit Erwachsenen zu tun hattest. Na klar, mit dem Essensausgeber natürlich. Da sind ein Haufen Typen. Mit dem Essensausgeber. Hast du für irgendwen da irgendwelche Drogengeschäfte erledigt? Nee. War das eine Frage? Nein, Mann! Dann formuliere die auch ein einfaches Nein, zum Beispiel. Nein. Gut. Okay, bist du da schon mal von irgendwem komisch angequatscht worden, von wegen, dass jemand wollte, dass du irgendwas für den erledigst? Du erinnerst dich nicht. Nein. Wo hast du die Datenbuchse her in deinem Hals? Was für eine Datenbuchse? Ich klopf ihm mal auf das Metall. Tunk, tunk, tunk. Das ist unter der Haut. Da kannst du auf, seinen Schädel klopfen. Ja, das muss ja nach außen irgendwo kommen. Nee, weil der Anschluss ja unterm linken unteren Rippenbogen ist. Aber du kannst ihm den scheiß Anschluss zeigen, ja. Den da. Was ist das? Du hast mir vorhin gesagt, dass du schon mal mit irgendwem darüber gelabert hast, dass du gerne Cyberware hättest, mit irgendwem außer deinen Kumpels. Ja. Gut, okay. Kannst war, war das ein Mann oder war das eine Frau? Mann. Mann, okay. War der alt? Viel zu viel. War der alt oder war der jung? Ihr müsstet nochmal ganz kurz warten. Der war steinalt. Ich möchte, der ist ungefähr 12, der Junge, ne? Ich sag das nur dazu. Hatte der schon graue Haare? Nee, aber ich glaube, die waren gefärbt. Eine Glatze? Nee, der hatte voll die schwulen Haare. Und was hatte der denn für eine Haarfarbe? Braun. Und wieso waren das schwule Haare? Also, was war mit den Haaren? Der hatte voll die tolle. So vorne rund, so. Gegielt oder nicht gegielt? Auf jeden Fall war da Gel drin und die waren die waren so oben rund und dann ging die wie so eine Welle hinten runter.
Jojo sucht mal ein paar Frisuren in der Matrix und zeigt sie dem. Elvis. Alles klar. Okay. Ist ja irgendwas, also weißt du noch irgendwas, was dir an dem besonders aufgefallen ist? Hat der komisch geredet? Hat der irgendwas gehabt, was ihn, keine Ahnung, irgendwas im Gesicht oder was weiß ich? Irgend so ein Wichser hat mich angefahren und der hat ihn für mich verklagt. Und ich hab voll die krassen Moneys bekommen. Ich hab 209. Es war übelst, die krassen Moneys habe ich bekommen. Schadensdings. Weißt du noch, wie der Typ hieß? Sil. Okay. Das ist schon mal super. Warst du, als du da angefahren worden bist, irgendwie beim Arzt? Krankenhaus oder so? Hä, wie denn? Keine Ahnung, hat dich da irgendwer hingeschafft? Hä? Das kriegen dann nur reiche Leute. Naja, aber irgendwas hattest du ja trotzdem. Also, irgendwie. Und wegen Schmerzensgeld und keine Ahnung. Ja, aber deswegen kriegt man doch trotzdem keine... Hätte ja sein können. Ich wollte es nur wissen. Der hat mir Medizin gegeben. Was für Medizin? Tabletten. Gegen Schmerzen. Ja, und weil das ja dann die Knochen zusammenwachsen lässt. War dir dann schon mal irgendwie komisch? Gibt's irgendwas, woran du dich nicht erinnerst? Warst du mal... Es war... Ja, das war... Genau, da habe ich ihn nämlich gefragt. Das war nur wie wenn ich... Wie wenn man sich... Dings reinzieht. Bliss. Okay. Da war noch ein anderer Kerl. Ein anderer? Ja, aber ich sag euch das und ihr lasst mich gehen. Klar. Der andere Kerl hat mich auf der Straße gefunden und mich zu dem Typen gebracht, der den verklagt. Den anderen dann. Mit dem war irgendwas. Mit dem habe ich dann über die Cyberware geredet. Der war voll der korrekte Typ. Sill. Mit dem nicht. Mit dem anderen Typen. Okay, was weißt du noch von dem anderen Typen? Der war ja irgendwie, war das auch ein Mann? Sagt's ja der. Es war ein Mann. War der auch so alt wie Sill oder war der jünger? Der. So alt wie ich? Der war... Der war voll der korrekte Typ. Okay. Mit dem habe ich drüber geredet, dass ich hier hochgehe und nicht nach Donskoi, nicht mehr Donskoi, weil hier. Weil hier die anderen sind und wir hier zusammen. Wir können hier. Zum Beispiel dieses Autowaschding, da können wir was zu essen kriegen. Wegen bei dem Autotypen da und. Aber ich war dann nochmal in Donskoi. Warum warst du nochmal in Donskoi? Und danach hatte ich neue Klamotten und
und hat übelst geil gegessen und da war, und ich hab Schnaps gekriegt dort und Kippen. Sag mal, OT, haben die in Schofreno für solche Kids hin und wieder mal Verwendung? Der ist einfach nicht hart genug. Okay. Die Schofreno-Kids in dem Alter, die versuchen dich auch abzustechen, wenn irgendwas ist. Aber die brauchen dafür weder Persona-Fixes noch eine Kampfdroge. Alles klar. Ich meine, die verlieren auch, aber die sind viel verzweifelter und damit viel besser. Okay. Ich frag ja nur. Ich wollte nur mal nett sein und überlegen, ob ich den noch irgendwo unterkriege. Horizon. Ja, das dachte ich dann auch. Das wäre jetzt meine zweite Wahl gewesen. Okay. Das ist jetzt wichtig. Weißt du noch irgendwas über diesen Typen, mit dem du da geredet hast? Irgendwas? Oder über diesen Sill? Weißt du, wo man den finden kann? Ich weiß noch, dass der Typ, der voll korrekt war, dann voll über ihn gemeckert hat. Das muss voll. Sill muss doch voll ein Wichser gewesen sein. Warum hat er über ihn gemeckert? Was hat er gemacht? Der wollte keinen Kids mehr helfen. Genau, der wollte nicht mehr die Leute verklagen und so für die fetten Monies. Und so ein Scheiß. Voll der Wichser. Okay. Pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir lassen dich gehen, aber wir bringen dich vorher zu einem Arzt, der dir die Scheiße aus dem Körper rausholt. Hey. Na, pass auf. Der Typ, von dem du sagst, der war voll korrekt, der war nicht korrekt, der war ein übelster Wichser. Fick dich! Fick dich! Ihr knallt meinen Kumpel ab und kidnappt mich. Und du sagst mir, wer ein Wichser ist, das war der geilste Typ, den ich je gesehen habe. Fick dich! Der Typ hat deinem Kumpel was eingebaut, dass der völlig ausgerastet ist. Der wäre sowieso gestorben. Bullshit! Hast du gesehen, wie der auf dich losgerannt ist? Der hätte dich umgebracht, wenn ich den nicht erschossen hätte. Der hätte dich gekillt. Der ist überhaupt nicht auf irgendjemanden zugerannt. Da war... Ja. Da war... Ihr habt ihn einfach so über den Haufen geknallt. Der war nur am Auto. Nee, war der nicht. Der Typ hat den Chip implantiert. Deswegen hast du die ganzen Sachen vergessen. Musst du mir jetzt nicht glauben, ist aber so. Der Typ war ein Arschloch. Der hätte dich ausgenutzt. Nee, ich weiß noch alles. Du weißt überhaupt nichts mehr. Lüg mich nicht an. Dann weißt du ja bestimmt auch, wann du Drogen gefertigst. Ist scheißegal. Pass auf. Wir machen das jetzt trotzdem. Und danach gucken wir, dass du wohin kommst, wo du regelmäßig was zu essen kriegst und einen Schlafplatz hast. Ihr könnt mich nicht zu irgendeinem Doppen nehmen und mich zu Ghoulfutter machen lassen, Alter. Ich schreie das ganze Viertel zusammen. Du schreist das ganze Viertel nicht zusammen und wir schicken dich nicht zu dem Doc, um dich zu machen. Ey, Mann, ihr habt gesagt, ihr lasst mich gehen. Aber nicht mit der Scheiße im Körper. Ihr wollt nur das Geld für die fucking Ware, Mann. Ihr wollt mich aufschlitzen. Das Geld für die fucking Ware kannst du von mir so hinterher haben. Das ist mir scheißegal. Die Arztrechnung wird schon teuer. Wir müssen erstmal diese scheiß Droge aus dem rauskriegen. Das ist viel zu gefährlich. Ja, da war er ja den Beischutz. Ja, warte mal. Jojo besorgt jetzt mal irgendwas, womit man den Typen schlafen legen kann. Ja, ja. Gönn dir.
Dann wird er schlafen gelegt und dann wird er so entweder zu Olga oder zu einem anderen Doc geschafft. Scheiß Datenbuchse rausnehmen wird die ja wohl können. Ja, Olga ist ganz schön weit weg und du wirst ein weltfremdes Straßenkind auf ihren... Ich weiß nicht. Der kriegt ja nichts mit. Ja, aber ich weiß nicht, liefer den doch einfach beim fucking Professor ab. Ja, oder so. Sie ruft den Prof nochmal an. Der geht nicht ran. Sie ruft ihn 5 Minuten später nochmal an. Ja. Hi. Pass auf, kriegst du's hin, diese Datenbuchse und diesen komischen Zahnbehälter mit irgendeiner scheiß Kampfdroge, die die zu kleinen Monstern macht, irgendwie rauszuholen? Aus dem Jungen. Diese Kampfdroge ist meistens eine Mischung aus Östrogen, Testosteron, Testosteron und anderem Shit. Das wirkte nicht wie Testosteron. Diese ist auch keine direkte Droge, das ist ein Nebeneffekt einer Krankheit, die sich Pubertät nennt. Nee, das war was, nee, das hab sogar ich erkannt, dass das mehr war, glaub mir. Da kann man, lässt sich alles machen, ja. Teilweise wann denn? So schnell wie möglich. Dann schick den mal in den ins Solarium. Dann fahren wir jetzt mit dem Jungen ins Solarium. Ja, naja, das ist halt das alte Solarium und da ist jetzt hinten ein Straßendock drin und da ist dann auch der Professor drin und dann... Na gut. Die Datenbuchse kann ich ja auch nicht mehr verwenden, das ist ja hier alles richtig nervig mit euch. Na, ich kann nur abknallen, ist dir das lieber? Alter, darf ich nicht mal rummosern, ohne dass du gleich irgendwie zum Schlechter von Moskau mutierst? Beruhig dich mal. Niemand bringt die Kinder um. Jojo geht kurz raus. Niemand bringt hier Kinder um. Ja, jetzt außer Jojo. So. Deswegen ist hier jetzt hier draußen. Ach so. Ja, so, dann was willst du jetzt noch hier? Musst du nicht einkaufen? Ich muss einkaufen, ja. Pass auf den Kleinen auf. Ach so, was machen wir, wenn ich fertig bin damit? Schicken wir den zu einer Horizon-Einrichtung und dann ist gut. Ja, ich sag gar nie Bescheid. Gut. Soll ich sagen, wenn ich fertig bin oder so? Ja, sag mir gleich mal Bescheid. Ich bleib hier, ich warte, ich ruf dann den Schweden an. Ich muss ihn erstmal ein bisschen genauer untersuchen, so ein Shit. Also, na gut, dann warne ich den schon mal vor, dann kann er schon mal suchen gehen. Ich kann ihn doch auch dann anrufen, der kann doch noch eine Weile hier bleiben, der braucht eine Weile, um sich zu erholen. Okay, dann mach's gut. Wie viele Stunden braucht er denn? Oder Tage? Tage nicht, aber was... Ich sag euch dann, wenn ich fertig bin. Jojo zieht schon ab. Jojo? Ja, warte mal kurz, Kaban. Er hat gesagt, Zahnbehälter, Kampfdroge. Jupp. Yep. Okay, gut, dann hau. Die haben ihm so einen Mundschutz gegeben, damit er nicht drauf beißt. Ja, ist ja jetzt eh egal, weil er ja gerade bewusstlos ist, ne? Ach ja, hier ist der Code für diesen scheiß Schleim in seinem Mund. Achso, danke. Gut. Brauchst du noch was? Nee. Ich fahre sowieso jetzt einkaufen. Nee, das wird mir noch alles angeliefert von Furio. Also ich brauche ein paar Sachen, so Betäubungsmittel und so ein Shit, aber das holt Furio schon, das habe ich ihm vorher gesagt. Ah, okay, perfekt. Wenigstens konnte ich den auch von der Alten runterziehen. Schön. Gut.
Also, du gehst jetzt mit Jojo, dann gehst du einkaufen und dann wartet noch so ein richtig zugeschissenes Klo auf dich. Genau, ja, ich fahre mit Jojo einkaufen. Sie muss mir mit den sie was, darf Jojo mir den David nicht mit. Na sicher, du bist in meinem Auto. Du bringst mich aber vorher nach Hause. Das liegt doch auf dem Weg. Fick dich, bring mich jetzt nach Hause, Mann. Das liegt doch auf... Davon hör auf, mit mir zu diskutieren. Willst du mich dann auch erschießen, oder was? Und fährt an dem Supermarkt vorbei. Jojo springt aus dem Wagen und läuft rein. Hä? Hey? Wenn wir da sind. Ach so, okay, ich dachte gerade schon so, hä? Du springst jetzt in den Supermarkt? Ich bin einfach aus dem Auto. Sie springen in den Supermarkt und kauft ein. Super, yay! Kaufrausch! Der kleine Kaban, der ist echt immer noch ganz schön aufmüpfig. Der ein Kind erschossen, ich darf aufmüpfig sein. Ich dreh um. Darfst du ja trotzdem nicht. Ich dreh um, kauf ein. Easy, du musst natürlich in mehrere Geschäfte. Nicht jedes, nicht jeder Supermarkt führt Menstruationstassen. Aber du wirst irgendwann alles haben. Sehr schön. Dann werde ich zurückfahren. Menstruationstassen habe ich übrigens in durchsichtig blau und pink gekauft, weil ich nicht wusste, welche Farben. Vielleicht ist das ja wichtig. Ja. Es muss zur Handtasche passen. Eben. Gut, dann werden die auch in eigene Tüten verpackt und hast nicht gesehen, sodass ich quasi den Leuten da auch den Namen drauf schreibe und dann kriegen die das mal alle. Du weißt ja nicht, für wen das ist. Soweit du weißt, könnte das alles für Paulina sein. Ich habe doch von Jojo quasi die Liste gekriegt, von wem das... Ach so. Na, das ist ja dann nur noch der Dings. Ja, es passt. Ja, genau. Genau. Ja. Bist du? Und dann, das hat eingetütet und verschifft an die einzelnen Personen. Sehr gut. Ich habe mir übrigens im Baumarkt einen Hochdruckreiniger ausgeliehen. Ach so, für deinen Schmuggelbehälter. Nein, da ist das Kind noch drin, das müssen wir immer noch loswerden. Achso, aber na, ihr habt auch einen Hochdruckreiniger bei der Gang, ne? Sowas werdet ihr haben. Ach so, okay, ich dachte, fürs Kein, auch. Mit dem man Holz zerreißen kann, aber schon Hochdruck. Ja, dann schnappe ich mir den irgendwann und mach damit das Klo sauber. Sehr gut. Genau, jetzt ist nur noch die Frage, wie kommen wir mit dem Kind um die Ecke? Das muss ich ja noch irgendwo entsorgen. Achso, Jojo kommt irgendwann wieder raus, wenn du machst und fährt dann mit dem Wagen weg. Ah, okay. Schön. Tja, du dachtest mal, das wäre dein Auto gewesen, Daddy. Ha! Ja, es ist okay. Sie kann die Leiche auch entsorgen, die sie da produziert hat. Warte mal, hättest du dich nicht von dem kleinen Kind entmannen lassen, dann hättest du die ja vielleicht produziert. Möglicherweise, aber dann wäre das mein Problem gewesen. Dann hätte ich mich auch darum gekümmert. Ach so, Juti. Ja, du schaffst die in die Ghoul-Spalte oder so. Keine Ahnung. Ghoul-Spalte ist übrigens eine neue Bar in Donskoi. Okay, da schaffe ich das Kind trotzdem nicht hin, sondern in die richtige. Ach so, ja, du fährst garantiert nicht über verschiedene Grenzen nach Joffrin oder du wirst es irgendwo anders entsorgen. Du wirst es irgendwo fachgerecht zerkleinern und dann in kleinen Häuchen entsorgen. Oder so. Teufelsratten gibt's ja überall. Dann würfel doch mal Selbstverherrschung. Brauch das nicht würfeln. Also so ganz glimpflich geht das nicht ab. Dann würfel doch mal. Sag ich doch. Jojo fährt mit deinem Wagen weg und wenn du endlich fertig bist, das Klo zu putzen, ist ja auch was du dann nochmal mit einem Läppchen, ne, ein bisschen machst und dann auch gleich noch die Spiegel mit und die anderen Armaturen. Dann hat die sich noch nicht wieder gemeldet. Sie kriegt irgendwann eine Nachricht. Geht's dir gut? Die meldet sich gerade noch nicht.
fing mal mein Auto an. Wo haben wir es denn? Na, die wird das vielleicht irgendwo gemacht haben, wo so ein Störsender angemacht hat. Ich glaube, es ist gar nicht so gut, wenn sie jetzt zurückverfolgbar ist an dem Ort, wo ihr normalerweise eure Leichen zerkleinert. Warte mal kurz. Nur mal kurz was nachgucken. So, hab was nachgeguckt. Perfekt. Also, das Auto kannst du gerade nicht anpingen. Und so. Und Comlink ist temporary not in the Bereich auf Abdeckung. Ich mein Auto kaputt. Ja, schön. Jojo wird schon wissen, wo sie ihre Leichen sorgt. Also, entsprechend, kümmere ich mich eh um irgendwas. Ich versuche mich abzulenken. Ich guck mir Folge Fit and Shaman. So. Nee, pass auf. Der eine neue Gänger, der ist ja nicht neu, der ist quasi länger dabei, als Jojo überhaupt in Moskau ist, war aber jetzt halt auch die letzten 20 Jahre im Knast. Ich glaube, du hattest gesagt, weniger. 12 Jahre oder so. Also, er ist Jojos halbes Lebensalter im Knast gewesen. So, der ist jetzt wieder da. Der kommt dann irgendwann zu dir, und zwar in dein Räumchen. Frischling. Jo. Scheiße, warte mal. Sein Name war übrigens... Mischa. Mischa kommt dann nämlich in dein Räumchen. Du Frischling. Mach mal Platz, ich muss mal neben dich setzen. Setz dich. Danke. Pilz? Gerne. Ich reich ihm meinen Pilz. Das bleibt aber jetzt ein bisschen unter uns. Denn ich habe jetzt hier dieses Comlink. Ich weiß ja nicht mehr, wie irgendwas geht. Und du wirst ja dich nie darüber lustig machen, weil du ja sonst von mir persönlich mit dem Tode bestraft wirst. Das ist kein Problem. Ja, du müsstest mir mal helfen, das einzurichten. Diese Technik von heute, die ist ja komplett crazy. Hast du eine Datenbuchse? Nee. Schade, das hätte es einfach gemacht. Aber ich habe hier dieses DNI, das ist schon am Start. Das ist ja klar, warte hier, Thron. So. Ah, perfekt. Also das Wichtigste... Was ich als erstes brauche, ist, ich müsste noch bei Russian Porn müsste ich noch einen Account haben, aber ich verstehe die Seite nicht mehr, wo ich mich einloggen kann und so. Das Wichtigste ist, dass du erstmal einen Adblocker kriegst. Nee, den, der war schon dazu geliefert von Dings. Der ja, aber der ist scheiße. Von eurem Hacker, der Adblocker? Ach so, der ist gut. Der meinte auch schon, ich muss mir dann noch irgendwas dann immer mal nachdingsen und so und irgendwelche Listen und so ein Scheiß. Ich will schon das Dr. Baryshnikov nie draufklicken und so, das ist mir schon klar. Aber das Wichtigste ist erstmal Russian Porn. Jo. Warte mal, mein Benutzername, den weiß ich noch, warte. Dickhead 43. Jo, okay, dann gibst du hier, da unten, jetzt das stellst ist, du das, dir... Ist das das universelle Zeichen für Einloggen, was denn das behindert ist? Nee, jetzt stellst du dir einfach ganz stark vor, dass du deinen Camper vergessen hast. Jetzt siehst du diesen grünen Pfeil, der hier auftaucht? Ich weiß noch, wie DNI funktioniert so, aber ist es jetzt komplett mit Kendo? Das ist ja, früher musste man noch denken, klicke auf deinen Button, das ist ja komplett dumm. Ja, das ist Kennwort vergessen und zack, da ist es. Siehst du? Da. Und das ist bestätigt. Ich hab's da gar nicht vergessen. Ach so, na gut, dann Kennwort eingeben. Warte. Na, so, dort. Das war Tess. Ja! Die Nummer habe ich vergessen im Knast, aber manche Sachen vergisst man nie. Das ist richtig. Du hast sogar noch Guthaben hier? Oh Gott, ich will's. Sag mal, was ist das eigentlich für eine Unverschämtheit? Warum wurde denn das nicht verzinst? Oh Mann. Hättest du das auf die Bank angelegt? Mann, du wärst ein reicher Mann. Nee, wär ich nicht, aber ich meine, na gut, so, das ist schon mal das Wichtigste. Nächster Schritt. So, das geht. Okay, warte, so. Gruppenkonferenzanrufe.
Ja, wir sollten uns aber vorher hier ausblocken. Wieso das denn? Ja, oder minimierst du wenigstens, weil du willst ja nicht mit der Chat-Lady hier vorne eine Gruppenkonferenz mit der Chat-Lady machen, weil dann ist ein guter Abend gleich weg. Ja, da, später. Aber ich meine, ich kann das so einfach, so, okay, gut. So, Hammer. Der würde mit dir noch ein bisschen die Grundzüge der neuen Matrix erforschen. Jo, kein Problem. Ich bin da ja auch nicht so sonderlich bewandert, aber... So sehr wie er sein muss, bist du halt bewandert. Genau. Ja, gut. Na, irgendwann wird Jojo sich dann vermutlich, wird dich dann vermutlich anrufen, weil du es ja genervt hast, war das hier, da. Ah. Ich klinge mich mal kurz aus, das ist ein Anruf für mich. Ne? Dann klinge ich mich das, nee, ich würde dann auch erstmal das alles verarbeiten, danke. Und ich muss erstmal mein Guthaben jetzt aufbrauchen. Viel Spaß. Hier. Ja. Die Mädels haben auch Creme bestellt, wenn du welche brauchst. Das ist doch für Pussys, da muss ein bisschen Reibung entstehen. Gut, ich... Hi, Jojo. Hey. Was geht's willst du? Dir? Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Hat ein bisschen länger gedauert. Das hab ich gemerkt. Ich bin in einer halben Stunde da. Okay. Sie legt auf. Du bist seltsam. Lübbelübbelö. Jo, sie stellt dir deinen Wagen auf den Hof. Die sieht ja auch nicht so fit aus. Ja. Und ja, geht dann. In ihr Zimmer, hä? Oder wo gehst du hin? Ja. Ja. Dann, kurze Zeit später klopft es bei dir. Jetzt nicht. Sollten wir aber eventuell bald Zeiten mal tun. Was willst du denn? Dann mach ich die Tür auf, wenn sie jetzt schon so fragt. Ja. Ja, dann mach ich die Tür wieder hinter mir zu. Mädchen, die geht scheiße. In letzter Zeit. Lass mich einfach in Ruhe, Kaban, okay? Lass mich in Ruhe. Würde ich ja tun, wenn wir nicht befreundet wären. Ach, komm, ey, bitte. Jetzt nicht. Wenn ich jetzt, wann dann? Das ist halt so... Das Kaban, ist ich hab gerade einen 12-jährigen Jungen klein geschnitten. Lass mich jetzt bitte einfach in Ruhe, okay? Gut. Hinsetzen, irgendwas, soll ich einfach nur ich umsetzen? Will gar nichts, ich will einfach nur meine Ruhe haben, ist das so schwer? Ich würde dich aber ungern alleine lassen, gerade wegen Wieso willst du mich denn nicht alleine lassen, Kaban? Mir ist einfach schlecht, also lass mich in Ruhe. Wenn du willst, kannst du die Hirnmasse aus meinen Schuhen rauskratzen, wenn dir das lieber ist. Danach ist sie wahrscheinlich auch schlecht, also lass mich bitte einfach. Ja, und wenn du weit reden willst, bin ich da. Und dann nehme ich mir die Schuhe und dann gehe ich damit raus. Das ist ein wahrer Prospekt. Stimmt. Beide Daumen hoch dafür. Nein, von mir, du bekommst es kein Edge durch Daddy wieder. Das weiß ich doch. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Dann werde ich auch diese Schuhe reinigen. Da klebt wirklich noch Hirnmasse. Ja, das ist nicht schön. Ich werde es ignorieren, was da dran klebt. Wieso sollte da Hirnmasse kleben? Du wirst den Kopf doch nicht zerteilt haben. Was weiß ich, vielleicht ist die abgerutscht und der ist zerplatzt. Vielleicht ist es auch einfach Fleisch, ein Stück Milz. Irgendwas. Leber. Die kann man sich wieder einsetzen. Darmreste. Kacke und Blut und Fasern. Geil. Ja. Jo. Es wird auf jeden Fall schön ins Beet gespült. So, ne? Schön. Weg damit. Vergraben. Gut. Interessiert niemand mehr. An die Tomaten. Nom, nom, nom.
werden die Schuhe poliert, also hier, ne, gewinnert und gewachst und dann also kommen sie wieder poliert. Du musst das vermutlich ja irgendwie abbürsten, ne, so auf so Turnschuhe und so ein Shit kannst du mit Wasser nicht machen. Also wirst du abbürsten und dann wirst du es weggießen. In der Zeit hat sich natürlich Oscar schon seinen Anteil geholt. Geil. Ich liebe diesen Waschbären. Ja, der Waschbär, das ist besser, wenn er das frisst. Mhm. Sehr schön. Gut. Darauf da erstmal ein Folgenpäuschen. Sehr gut, kriegen wir hin. Garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. So, ihr kleinen Himbeerdrops. Ich sag mal so. Das kindliche Verhalten. Also des Befragten, war ja auch abgesehen von dieser Software einigermaßen inkonsistent und teils situationsunangemessen, ist mir aber egal. Also ist mir nicht egal, ärgert mich minimal, aber er war einfach da nicht bereit, da so, also geistig ja nicht auf einem Level das irgendwie zu machen, sinnvoll. Ich habe mich stets bemüht und kann deswegen meine 3, was ist denn stets bemüht eigentlich? Eher eine 4, ne? Kann meine 4 mit Stolz entgegennehmen. So. Auch, und das ist nicht ganz ohne Relevanz, zukünftige Kinder, die mal vorkommen werden, werde ich auch, wenn möglich, habe ich mir natürlich jetzt ins eigene Bein geschossen, ne? Nur sporadisch anspielen. Gerade Kinder unterhalb 7 Jahre. Kinder unterhalb 7 Jahre kann ich nicht. Also meiner Ansicht nach auch viele Spieler, die das machen, können das nicht. Was auch daher kommt, dass es sehr schwer ist, weil sich in so ein Ding reinzuversetzen eher komplex ist. Die verstehen doch bis 4 Jahre oder so nicht mal. Ist ja auch egal. Also die verstehen nicht mal, wenn du sie ein Bild oder eher ein Modell, was weiß ich, von einem Berg angucken lässt, dass der dem Kind gegenübersteht, was anderes sieht als das Kind selbst. Da ist Egozentrismus, das dauert ja ewig, bis das raus ist. Wie soll ich mich da reinversetzen? Das ist unglaublich und deswegen werde ich das auch einfach nie machen, so Kinder anspielen. Also jetzt zum Beispiel, das war jetzt eher so bezogen auf Latzgörn. Ich meine, ich hätte da ja eigentlich viel Potenzial, richtig die Leute jetzt richtig zu nerven. Die kommen auch bald in ein Alter, wo das richtig Spaß machen könnte. Aber meine ich. Nur sporadisch, weil ich das nicht kann. So. Und ich bisher auch wirklich wenige Leute gesehen habe, die das gut gemacht haben. Die kann ich vermutlich an einer Hand und 2 Fingern abzählen. Weswegen ich mich natürlich weniger schäme, aber dennoch genug, um mal darüber gesprochen haben zu wollen. So. Das wird sich auch bei allen zukünftigen Kindern nicht ändern. Diese Gang ist ja einigermaßen kindaffin. Es sind ja auch viele Orks und Orks. Da steht ja was von Mehrlingsgeburten auf dem Stundenplan. Wobei wir da ein sehr interessantes Gespräch hatten. Und zwar steht am Regelwerk hier Mehrlingsgeburten und so ein Shit. Und dann hat ja Deli richtigerweise bemerkt, eigentlich können die damit nur 2 meinen und nicht mehr. Denn ansonsten hätte eine Orkfrau mehr Zitzen. Wenn die Evolution vorgesehen hätte, dass sie mehr als 2 Kinder auf einmal bekommt, dann hätte sie eher in Richtung Hängebauchschwein tendieren müssen. Aber na gut. Mir ist das egal, es sind immer 18 auf einmal. Es ist quasi eher so Laich, der ausgetrieben und dann besamt wird bei Orks. Jotti. Worauf wollte ich hinaus, habe ich selber vergessen. Das ist auch nicht so schlimm.
Die Musik ist von Lamprey mit Parasite aus dem Titel auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese Mines mit Cheese Mountain Peace Garage. Das Videobild ist von Evil Chimney. Die Du musst sehr oder recht auch scheiße in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, Kleingeil, Milz Bros und Milz Proletten.